Ja, hallo, also ich habe gerade erfahren, dass es heute keinen gibt, der mich ankündigt, also mache ich das selber. Vorneweg, ich wurde gerade eben gefragt, ob der Termin absichtlich heute gewählt wurde, weil mir jemand sagte, dass heute sogar der Docker Day ist, aber das müsste ich an die Veranstalter zurückgeben, das war mir jetzt gar nicht bekannt. Ja, mein Name ist Stefan Küthe, ich bin Software- und Database-Developer im Bereich GIS und Data Science und irgendwie auch jetzt so ein bisschen DevOps. Das kommt dann sozusagen mit dem Docker. Ja, heute wollte ich mal zeigen, wie man ein PostgreSwarm aufsetzt, also so ein PostgreSQL-Cluster, relativ schnell. Das kann man in 5 Minuten. Deswegen hatte ich auch kurz überlegt, ob ich das Ganze als Lightning Talk anbiete. Dachte, naja, gut, wenn dann doch was schief geht bei der Live-Präsentation, weiß ich es auch nicht so genau. Also, wer das da sehen möchte, der könnte danach vielleicht zu mir kommen, dann kann ich das mal kurz zeigen. Es wird aber nicht schief gehen, genau, das wäre das andere. Wer hat schon mit Docker gearbeitet? Sind hier relativ viele Leute hier? Ja, gut, das ist hier natürlich relativ viele. Okay, ich würde trotzdem ganz kurz auch einen Abriss geben, wie Docker aufgebaut ist, was es eigentlich ist, um dann auch hinzukommen, bis man sozusagen zu dem ganzen Orchestrieren kommt. Also diese verschiedenen Stufen, das kann man auch auf der Webseite nachgucken, wie es sozusagen erst ist nur ein Container, dann ist es ein Service, dann wird es vom Service zum Stack, glaube ich. Nee, Stack ist das letzte dann schon, dann der Swarm oder so weiter. Ja, wie komme ich dazu? Also bei uns in der Firma, wir arbeiten relativ viel mit Geodaten, haben aber, muss ich gestehen, bisher noch keine GDI. Das ist alles sehr Microsoft-lastig. Und die IT hat natürlich das ganz gerne in der Hand, irgendwelche Server aufzusetzen und gibt ungerne Rechte ab und sagt, installiert mal auf den Servern, was ihr wollt. Und da kommt jetzt Docker natürlich ganz schön ins Spiel, dass ich gesagt habe, pass auf, gib mal ein paar VMs her. Ich werde da gar nichts installieren, eigentlich nur Docker. Und dann werde ich mal ein paar Container aufsetzen und ein, ja, hoffentlich auch produktives System mal zur Verfügung stellen. Man muss ja auch immer ausfallsicher sein. Deswegen kommen wir auch auf das Cluster dann am Ende zu sprechen, dass also wirklich auch ein Manager da ist und mehrere Worker. Genau. Was ist Docker? Also zum einen ist es in Go geschrieben. Das ist für viele jetzt wahrscheinlich nicht so interessant. Aber das Interessante, das fängt jetzt hier an, im Gegensatz zu anderen Virtualisierungen, die normal, werde ich gleich nochmal kurz zeigen, auf Hardware-Ebene virtualisieren, wird hier auf Betriebssystem-Ebene virtualisiert. Also sprich, ich habe einen Kernel, den teilen sich diese Container, wie man hier schön sieht, und kann dort dann zum Beispiel auf verschiedenen Linux, also hier sind es Linuxe, auf Systemen aufsetzen wie Debian, Ubuntu oder Alpine und kann da dann weitere Sachen wie einen MySQL-Server reinschieben oder Tomcat und kann die halt alle auf einem Rechner im Prinzip betreiben, diese Container. Ein kleines Beispiel, wenn man sich überlegt, gegen virtuelle Maschinen. Jetzt kann ich hier zum Beispiel hier mit so einem kleinen Bash-Befehl mal ganz schnell 100 Nginx-Webserver starten. Und ich glaube, das war jetzt hier eine Maschine mit, ich glaube, die hatte nur 2 GB, also gar nicht so eine schnelle und kann jetzt hier in quasi unter einer Minute mal schnell 100 Webserver aufsetzen. Und wenn jetzt da in den Daten könnten ja irgendwelche Geo-Applikationen drin gehostet sein, also ist das überhaupt kein Problem. Wie sieht das Ganze aus? Also es wird sozusagen zwischen Images und Containern unterschieden. Ein Image ist im Prinzip immer die Basis, die besteht aus verschiedenen Layern. Und ich kann also ein Image, was weiß ich, 5-mal starten. Dann wird auch nicht jedes Mal sozusagen dieser Speicherplatz verbraucht, weil ich habe das Image ja nur einmal. Alles, was sich ändert, ist der letzte Layer ganz oben, den man hier als Thin Read Write Layer sieht. Das heißt, wenn irgendwelche Daten geschrieben werden, dadurch, dass, was weiß ich, auf dem Server dann irgendwas gespeichert wird, jetzt zum Beispiel in der Datenbank oder so, dann würde nur in den oben reingeschrieben, das Image bleibt immer unverändert, das heißt, ich kann das jederzeit wieder starten. Ist auch der Vorteil, wenn ich sage, okay, die VM steht jetzt nicht mehr zur Verfügung, die wird runtergefahren, ich, was weiß ich, starte jetzt irgendeine woanders in der Cloud, dann kann ich das gleiche Image wiederverwenden. Ich muss halt gucken, dass ich die Daten, die geschrieben werden, während ich den in Betrieb hatte, dass die hoffentlich nicht einfach nur im Container waren und wenn ich den Container weggeschmissen habe, dass dann die Daten auch weg sind. Aber das werde ich auch noch kurz zeigen, wie die Datenverwaltung dort funktioniert. Gut, das hatte ich so ein bisschen vorweggenommen. Was ist ein Image? Also es ist im Prinzip eine, ja, leichtgewichtige Standalone-Application. Das heißt, dort ist alles drin, was ich brauche. Das heißt, genau, das teilt sich ja vom Host, nimmt es dem Kernel mit und das heißt, es ist alles in diesem Image drin, was benötigt wird. Wenn ich also einen Tomcat-Server brauche, dann ist da die Java-Engine und das ist dann alles mit dabei. Das nächste Gute ist, wie wird so ein Image erstellt? Im Prinzip kann man sagen, also das ist das Docker-File, das ist eigentlich nichts anderes, mehr oder weniger, als ein Bash-Skript, wo genau drinsteht, was zu installieren ist. Normalerweise wird es eben von einem Basis-Image abgeleitet, was in der Regel irgendein Linux-System, also wenn es denn unter Linux ist, hier läuft. Hier ist es Ubuntu 16.04, das kann natürlich auch Debian oder wenn man was ganz Schlankes nur haben möchte, kann es ein Alpine-Linux sein. Das hat, glaube ich, nur so 10 MB oder weniger. Und dann sieht man hier mit der apt-get,
gebe ich die Befehle an, was installiert werden soll. Das hier ist ein Image, wo Mapnik installiert wird. Dann habe ich noch ein paar Daten in den Container reinkopiert, so sozusagen Example. Und hinten dieses Kommando wird dann ausgeführt, wenn ich so einen Container starte. Das heißt, hier soll... Hier wird ein Web-File geladen und ein Python-Skript ausgeführt, was jetzt dann Tiles generiert. Und jetzt könnte ich die Daten, die werden dann, kann ich dann auch auf den Host schreiben, könnte noch einen zweiten Container, also einen Nginx-Container zum Beispiel starten, der diese Daten hostet und dann hätte ich diese Tiles auch gehostet und könnte in Leaflet oder irgendwas einbinden. Das Charmante ist natürlich, man sieht, es ist eine Textdatei, die kann in Git verwaltet werden, ganz normal. Ich sehe auch genau, was in dem Image drin ist, weil das ja auch immer die IT sagt dann, ja, okay, du lädst dann da irgend so ein Image runter. Ich weiß überhaupt nicht, was da drin ist. Da werden noch wieder Viren rübergezogen. Also das ist zumindest bei uns. Dann kann ich sagen, nee, guck in das File rein. Da siehst du, was rübergezogen wird. Oder man schreibt sich das Docker-File eben sogar selber. Genau, und ein Container ist dann eigentlich nichts anderes als eine Runtime-Instanz dieses Images. Das hatte ich ja eben schon gezeigt. Das wird dann geladen, hat dann oben so ein Writable Layer, wo reingeschrieben werden kann. Und es ist erstmal komplett isoliert vom Host. Das heißt, wenn ich jetzt da einen Webserver starte oder einen Geo-Server, habe ich, wenn ich das nicht bewusst freischalte, habe ich keinen Zugriff. Also ich kann da nicht die Web-Oberfläche starten, weil das eben isoliert von dem Ganzen läuft. Ich kann auch nicht auf die Daten zugreifen, denn die liegen auch in dem Container. Das will man natürlich in der Regel nicht und deswegen gibt man dann Ports frei und auch Daten, aber das macht man ganz bewusst. Jetzt nochmal kurz dazu, was sind im Gegensatz dazu eben virtuelle Maschinen? Genau, das hatte ich eben schon mal angedeutet, die virtualisieren eben auf Hardware-Ebene. Und ich sehe schon, ich muss sozusagen, ich habe den Hypervisor und habe dann jedes Mal ein Guest OS, was ich jedes Mal draufspielen muss. Das kann eben dann Windows oder Ubuntu oder was auch immer sein und kann da dann erst die Sachen reinschieben und kann da sicherlich nicht 100 virtuelle Maschinen in so kurzer Zeit starten. Wann wird es aber, genau, hier sieht man nochmal eben den Unterschied. Genau, hier ist sozusagen der Docker-Dämon, er teilt sich den Host und beim anderen ist der Hypervisor und ich muss jedes Mal das Guest OS dann reinspielen. Wann wird es aber richtig charmant, wenn ich das im Prinzip in Verbindung bringe? Denn das geht natürlich auch, dass ich sage, okay, ich habe jetzt hier verschiedene virtuelle Maschinen, das kann auch einmal, was weiß ich, Windows sein, das kann auch Linux sein, da habe ich jeweils einen Docker-Dämon drauf und kann dann da die Sachen, also die Container drauf starten. Oder ich kann auch sagen, okay, habe ich irgendwo auch gar keinen Docker, da brauche ich wirklich eine reine virtuelle Maschine ohne Docker, dann kann ich die auch noch daneben machen. Und so ist das sozusagen nichts, was gegeneinander spielt, sondern es spielt miteinander. Gut, die Folie hatte ich mal eingefügt. So, und mal kurz ein Beispiel, also ich gehe das jetzt, ich will nicht gleich ins Cluster gehen, wie ist das der einfachste Fall, das hatte ich halt auch, da ich gesagt habe, okay, ich will erstmal den Leuten dort zeigen, also ein PostgreSQL-Server macht durchaus Sinn, weil wir haben dann eben SQL-Server, der hat zwar auch ein paar Geometriefunktionen, aber wer das schon mal genutzt hat, weiß, dass er natürlich nicht ganz so performant ist und gerade in der Geo-Welt auch nicht unbedingt der ist, der immer angebunden wird, so gerne. Das heißt, wenn ich jetzt nur mal einen Container starten will und möchte den einbinden, das ist relativ einfach. Ich ziehe mir ein Image runter. Also ich könnte mir jetzt auch ein Docker-File bauen, aber es gibt natürlich schon vorgebaute. Ich habe jetzt mal hier von mdillon eins genommen. Das hat eben die höchsten Bewertungen. Also das heißt, man kann im Docker abgucken, Search, PostGIS und dann bekommt man mehrere Images und dann kann genauso wie bei GitHub mit Sternen eben bewertet werden, wie viele, ja, wie gut sie das finden. Und genau, mit Pull kann ich es runterziehen. Das heißt, das liegt auf, wie bei GitHub, gibt es eben Docker-Hub, wo die Images liegen. Ich kann das auch selber bei mir hosten, so ein Hub. Aber hier bin ich auf den Docker-Hub gegangen. Und wenn ich das runtergezogen habe, kann ich einfach mit Docker Run das Image starten. Man kann, das kommt immer darauf an, das ist dann normalerweise in der Dokumentation der Images, also steht hier, kann man Environment-Variablen mitgeben, das ist hier zum Beispiel das Postgres-Passwort. Und mit dem P, da sieht man schon, habe ich einen Port sozusagen freigegeben. Normalerweise hätte ich das nicht gemacht, käme ich gar nicht an die Postgres-Datenbank ran. Wenn ich zum Beispiel mit Kubis von meinem Rechner mich verbinden will, hätte ich keine Möglichkeit. Jetzt habe ich aber den Port 5432, also den typischen PostGIS-Port, habe ich auf 55432 auf dem Host gemappt und so kann ich dann an den Container dran. Und wenn ich jetzt hier mit Docker PS, kann ich halt gucken, welche Container laufen auf meinem System. Und man sieht ja, der hat eine eindeutige ID bekommen, welches Image dahinter liegt und welcher Port freigegeben wurde. Genau. Jetzt, hatte ich schon angedeutet, wäre das aber so, wenn ich jetzt da Daten reinspeichern würde, so wie ich es eben gestartet habe, das Ganze, dann würden die Daten andauernd in diesen Container reingeschrieben werden. Stürzt mir der Container ab oder ich lösche ihn, dann sind die ganzen Daten auch weg. Also alles, was ich da reingespielt habe, ist nicht mehr vorhanden. Deswegen gibt es hier
drei verschiedene Möglichkeiten von Docker, die Daten auszutauschen. Es gibt einmal, wenn ich das nur im Memory haben möchte, kann ich so einen TempFS-Mount machen. Das ist, wenn ich nur ganz kurzfristig so Daten brauche. Das macht man eigentlich relativ selten. Die interessanten Sachen sind eben, sind hier unten. Ich sozusagen tausche Daten mit dem Filesystem von meinem Host aus. Und da habe ich entweder die Möglichkeit, dass ich wirklich einen Bind-Mount mache oder einen Bind-Mount, wo ich sage, okay, ein Verzeichnis von meinem Host wird mit dem Container sozusagen synchron gehalten. Das heißt, er schreibt dann da drauf. Da habe ich aber keinen Einfluss, wenn Docker, also Docker macht da gar nichts, also kümmert sich da nicht um dieses Dateisystem, wenn ich das wieder weglösche oder so, dann ist es halt auch weg. Oder ich erzeuge mit Docker ein Volume und das binde ich ein. Dann kümmert sich auch Docker darum, dass ich da nichts einfach löschen darf. Ne? Also dann guckt der, dass da alles in Ordnung geht. Das habe ich jetzt hier auf der nächsten Folie. Also Volumes, die sind Teil des Host-Systems und sind von Docker gemanagt. Im Gegensatz dazu sind die Bind-Mounts, die sind irgendwo auf dem Host-System. Da sage ich dann einfach, was weiß ich, Home, Stefan, Data soll mit eingebunden werden. Besser wäre es aber, ich würde ein Verzeichnis, ein Volume, was weiß ich, PostgreSQL-Data vorher kreieren. Das werde ich aber noch zeigen, wie das funktioniert. Oder eben das In-Memory, das hatte ich schon gezeigt. Ein nächster wichtiger Punkt ist, wie werden Netzwerke in Docker gemanagt? Es gibt ein Bridge und ein Overlay und noch ein paar weitere, aber auf Bridge und Overlay, auf die beiden werde ich eingehen, weil das Bridge ist, wenn ich sozusagen auf einem Host unterwegs bin und Overlay ist, wenn ich sozusagen auf mehreren unterwegs bin, was wir ja dann bei dem Cluster dann brauchen werden, damit die auch miteinander kommunizieren können, brauche ich dann so ein Overlay-Network. Was ich eben schon sagte, ist normal, ich starte einen Container, der ist komplett isoliert, jetzt starte ich irgendwie hier so drei Container. Man sieht das hier, die sind isoliert und ich komme da eigentlich gar nicht ran, an keinen Port. Wenn das jetzt hier ein PostGIS wäre, der erste Container, könnte ich nicht darauf zugreifen und wenn das der Geo-Server wäre, könnte ich das auch nicht, denn hier ist mein Host. Deswegen kann ich aber von einzelnen Containern, also hier zum Beispiel, wenn das jetzt meinetwegen der Geo-Server wäre, würde ich dem möglicherweise hier freigeben, diesen Port nach draußen, kann darauf zugreifen. Die drei Container, die hier sozusagen in der Wolke dargestellt sind, die können untereinander kommunizieren. Also es kann ja sein, dass ich, was weiß ich, habe schon Daten in meinem PostGIS drin, möchte aber den Port nicht nach draußen freigeben, damit keiner was reinschreiben kann. Dann könnte, wenn das erste hier der Geo-Server-Container wäre, könnte der sich aber Daten hier aus dem PostGIS-Container rausziehen. Ich könnte aber nie direkt hier an den PostGIS-Container ran. Das heißt, es ist auch hier less privileged. Im ersten Fall, wenn ich nichts freigebe, komme ich an gar nichts ran und ich muss das ganz bewusst die einzelnen Sachen freigeben. Ja, das hatte ich eben schon leicht angedeutet. Also Bridge ist, so steht es auf der Webseite, are best when you need multiple containers to communicate on the same host. Also ich habe nur eine virtuelle Maschine oder einen Host. Wie mache ich das? Relativ einfach, auch mit dem Docker-Befehl, Docker create. Jetzt ist hier zum Beispiel das Netzwerk PostGIS. Danach starte ich zwei Container. Jetzt habe ich hier auch den PostGIS-Container gestartet und den Geo-Server. Und man sieht, ich habe hier noch das als Flag noch Network angegeben. Das heißt, die werden dann beide in dem PostGIS-Network gestartet. Das heißt, die können dann untereinander miteinander kommunizieren. Genau, wenn ich mir das angucke, das Network hier mal anschaue und gucke, dann sehe ich hier, dass zwei Container in dem Netzwerk drin sind, der Geo-Server und der PostGIS-Container und weiß, sehe auch die IPs, die sie haben, um untereinander zu kommunizieren. Brauche ich mich aber nicht drum kümmern, welche IP das ist. Ich kann die dann über Geo-Server oder PostGIS über die Namen direkt ansprechen. Genau, und das Overlay-Network wird halt genutzt, zum Beispiel bei Swarm-Services, wenn ich auf verschiedenen Hosts unterwegs bin, dass die miteinander kommunizieren können. Da muss ich eben den Driver noch angeben, weil wenn ich keinen Driver angebe, würde er per Default einfach das Bridge-Network anlegen. Hier gebe ich einfach Driver-Overlay an und create einen Service und gebe das auch mit dazu. Gut, das war jetzt, wenn man das alles manuell startet. Der nächste Schritt von Docker ist eigentlich, dass man eben, wenn man mehrere Services zusammen startet und die dem gleichen Netzwerk unterwegs sind, dann kommt Docker Compose ins Spiel. In einer YAML-Config-Datei gibt man an, welche Services miteinander kommunizieren sollen. Also in unserem Fall, was ich eben hatte, würde ich sagen, okay, welche Services brauche ich? Ich brauche einen PostGIS-Service und einen Geo-Server. Ich möchte hier aber, dass sowohl der PostGIS-Port nach draußen verfügbar ist, als auch der Port vom Geo-Server. Genau, und kann auch hier Environment-Variablen mitgeben. Jetzt brauche ich gar kein Netzwerk angeben, weil ich das jetzt in so einem Compose-File gemacht habe. Heißt das, er legt für mich automatisch ein Netzwerk an, wo alle Services, die da drin sind, miteinander kommunizieren können. Also ich könnte auch noch ein ganz spezielles anlegen, aber im Prinzip
macht er das für mich. Man sieht das, wenn ich jetzt hier reingehe, das geht dann mit Docker Compose ab, dann liest er einfach diese Config-Datei ein, startet hier, er gibt dann so eigene Namen, man sieht das, Docker Postgres 1 und Docker GeoServer 1, das hat damit zu tun, ich könnte auch noch reingeben, wie viele er starten soll, weil er auch automatisch dann ein Load Balancing machen würde. Also ich könnte jetzt auch 2 GeoServer oder 3 starten und dann würde er automatisch ein Load Balancing für mich machen. Und er erzeugt eben auch, schreibt er auch automatisch hin, Creating Network Docker Default. Und das heißt, da können die dann untereinander kommunizieren und ich sehe, dass er beide gestartet hat. Also wenn man irgendwie in Produktion arbeitet, sollte man eigentlich immer mit so einem Docker Compose-File arbeiten und nicht die Sachen manuell starten, um auch sicherzustellen, dass die Sachen, also würde auch da zum Beispiel reinschreiben, Restart Always, dass die jedes Mal wieder gestartet werden, wenn die Maschine runterfährt oder solche Sachen. So, jetzt kommen wir zu dem wichtigen Punkt, jetzt, um jetzt ein ganzes Cluster aufzusetzen, da brauche ich dann Orchestrierungstools. Da gibt es verschiedene. Ich glaube, eins der ersten war Rancher, das kennen bestimmt auch viele, das hat auch eine schöne grafische Oberfläche, um mehrere Rechner miteinander zu verschalten und die Container auf vielen zu starten. Dann von Google gibt es jetzt Kubernetes. Habe ich mich noch nicht so mit beschäftigt. Das ist immer ein bisschen schwierig, meiner Meinung nach, zu konfigurieren, zumindest im Gegenteil zu Rancher. Und jetzt seit Docker Swarm, ich glaube, hier steht es, Version 1.12, also seit Docker Version 1.12, hat Docker jetzt auch ein eigenes Tool dabei. Das ist eben Docker Swarm. Und an dem Beispiel würde ich mal zeigen, wie man so ein Cluster aufsetzen kann. Das hat zwar keine grafische Oberfläche per Default, aber die Befehle an der Konsole sind relativ einfach. Ja, man arbeitet dann auch mit Managern und Workern. Wie sieht das Ganze aus? Ich muss erstmal einen Manager, ich kann auch mehrere Manager definieren. Die werden einfach gestartet hier mit Docker Swarm Init und dann muss ich die Adresse des Managers, die nach außen gegeben wird, die muss ich dann mit angeben. Das heißt, wenn ich nämlich einen Node habe, der soll sich verbinden, dann muss er sich eben genau an die Adresse wenden und ein Token übergeben, was ich hier mit Docker Swarm Join Token Worker auf dem Manager generieren kann. Wenn ich diesen Befehl ausführe, würde er mir jetzt hinschreiben, welchen Befehl ich auf dem Node ausführen muss, um mich dann mit dem Manager zu verbinden. Also hier als Beispiel, wenn wir sagen, das hier ist mein Manager und hier sind 2 Worker, dann müsste ich auf diesen beiden Workern ausführen Docker Swarm Join und dann das Token, hier müsste das übergeben werden und hier eben gerade die Adresse, die der Manager zur Verfügung stellt und in dem Moment sind die miteinander verbunden. Das war es dann eigentlich schon. Ich kann dann einen Service deployen, indem ich Docker Service Create mache. Hier sage ich zum Beispiel, er soll 2 Instanzen kreieren und er guckt dann selber, wo er die hinschreibt. Also ich kann ihm genau sagen, auf welchen Node er die schreiben soll, aber er guckt einfach, wo Platz ist und schreibt die irgendwo hin. Also er kümmert sich auch um das Load Balancing. Wenn ich den dann anspreche, dann ist ihm das egal. Er guckt dann, wo er das dann hinleitet, wenn ich da mehrere habe. Also wenn ich jetzt hier 3 starten würde, würde er wahrscheinlich auf allen 3, die ich eben gezeigt hatte, würde er einen Container starten und er würde das dann einfach selber routen. Er macht dann so ein Mesh-Routing. So, jetzt zu dem Postgres-Cluster selber, wo es eigentlich darum geht, was wir aufsetzen wollten. Genau, wie ich eben schon gesagt habe, ich es mit Docker Swarm umgesetzt. Als Postgres-Container nehme ich von Crunchy Data Container. Das ist ein Unternehmen, was für Postgres im Prinzip so Enterprise-Container zur Verfügung stellt, aber auch Support. Und die haben auch einen Postgres-Container, mit dem man eigentlich in wenigen Schritten ein Cluster wunderbar aufsetzen kann. Man könnte sich jetzt auch einen eigenen Postgres-Container erstellen, aber ich wollte es bewusst eigentlich mit welchen machen, die schon vorhanden sind. Genau. So, also das Setup könnte man sich jetzt zum Beispiel so vorstellen. Ich habe jetzt hier 3 Worker, also man könnte es auch auf dem Raspberry eben starten, habe hier unten meinen Manager und die sind alle in einem Netzwerk, was Postgres Swarm heißt, unterwegs. Und hier auf dem Manager, genau da soll der Postgres Manager laufen, das ist ja der einzige, wo ich reinschreiben kann, die Worker sind nur read-only. Also das ist, wer sich da mit Postgres auskennt, ist das normalerweise so, dass ich nur bei dem einen Schreib- und Leserechte habe und bei den ganzen Workern habe ich nur Leserechte. Genau, wie ich jetzt sozusagen diesen Swarm aufsetze, das hatte ich ja eben schon gezeigt, da kann man nochmal zu den Slides hier zurückgehen. Das heißt, als erstes muss ich das Netzwerk aufsetzen, das ist auch relativ simpel, indem ich einfach sozusagen dieses Netzwerk Postgres Swarm kreiere mit einem Driver Overlay. Das mache ich auf dem Manager-Node. Und ich gebe dem Manager noch ein Label mit. Also ich kann sozusagen die ganzen Nodes, denen kann ich Label mitgeben, um dann selber nachher zu bestimmen, werde ich gleich zeigen, wo eigentlich die Sachen ausgeführt werden sollen. Wenn ich bewusst möchte, dass auf einem ganz bestimmten Server irgendein Container ausgeführt wird, dann kann ich das über solche Labels steuern. Die sind völlig frei, das sind einfach Key-Value-Pairs. Also ich habe jetzt hier Type gleich Master, ich hätte auch Type gleich Primary oder statt Type irgendeinen anderen Key nehmen können. Aber ich habe jetzt auf dem Manager dieses Label hinzugepackt und
da gehe ich jetzt gleich im Detail noch drauf ein. Habe jetzt hier ein kleines Bash-Skript, wie ich jetzt den Master erzeuge. Genau. Also das Erste ist natürlich, ich möchte jetzt, dass diese Daten nicht in dem Container nur sind, sondern ich möchte die auch auf dem Host-System haben. Deswegen mounte ich hier mit dem Master Service Name, den ich vorher definiert habe, ein Volume rein und das mit dem PG-Data-Verzeichnis wird das gemappt und der Driver ist dann local. Das heißt, das ist hier ein Mount, der von Docker gemanagt wird. Das heißt, da wird dann ein Volume erzeugt auf dem Master, wo die Daten drin sind. Da komme ich dann immer dran, die kann ich auch backuppen. Der zweite wichtige Punkt ist, es soll im Postgres-Swarm-Netzwerk gestartet werden. Das habe ich hier vorher angelegt. Und es soll hier auf der Maschine gestartet werden, wo ich das Label Type gleich Master gesetzt habe. Und dann gebe ich hier die Environment-Variable noch mit, dass der PG-Mode, also von PostGIS, dass das eben mein Primary-Server ist, auf dem Lese- und Schreibrechte sind, an den Worker angeschlossen werden können. Und hier, das ist dann noch wichtig, das kann man nochmal angucken, das ist, wenn ich den wieder runterfahre und wieder hochstarte, das ist einfach jetzt von Crunchy Data so definiert, würde immer neue Daten schreiben und wenn ich hier das auf Persistent setze, dann nimmt er die Daten wieder rein, die ich schon mal erzeugt habe, falls ich den mal runterfahre. Das kann man nochmal angucken. So, wenn ich jetzt gucke, welche Services bei mir laufen, dann sehe ich hier, ich habe einen PostGIS Master auf meinem System, das Image ist hier das Crunchy Data und ich habe jetzt erstmal nur einen angelegt. So, fast identisch muss ich jetzt diesen Worker aufsetzen, eben mit ein paar anderen Optionen. Mount mache ich genauso, das läuft ja jetzt auf einem, läuft ja jetzt auf anderen Nodes, das heißt, hier habe ich auch einen anderen Namen, hier gebe ich den Service Name von meinem Node mit und mappe das auch dann jeweils mit dem PG Data. Netzwerk ist natürlich das gleiche, er soll ja im gleichen Netzwerk sich befinden und hier sage ich, ich möchte jetzt auf allen Nodes, die angeschlossen sind, die nicht das Label Master haben, soll eine Instanz gestartet werden. Mehr heißt das nicht. Wenn ich jetzt 5 angeschlossen habe, würde er 5 starten. Wenn ich 3 Nodes angeschlossen habe, startet er nur 3. Also dementsprechend, aber er startet nicht noch eine auf dem, wo ich das Master-Label gesetzt habe. Und ich gehe als PG-Mode sage ich Replika, dass es eben nicht der Master ist, sondern dass es ein Worker ist. Das gebe ich hier noch mit. Und das Pass-Override setze ich genauso. Wenn ich jetzt hier meine Services wieder angucke auf meinem Rechner, sehe ich, dass ich jetzt 2 habe. Ich hatte es jetzt hier bei meinem Beispiel, wo ich das rauskopiert hatte, hatte ich nur einen Worker genommen. Hätte ich jetzt mehrere Worker, dann wären jetzt hier auch, dass ich da 3 oder 4 hätte. Ich hatte jetzt wirklich nur einen Master und einen Worker in diesem Beispiel, weil ich nur 2 VMs zur Verfügung hatte. Genau, jetzt kann ich das PostGIS-Cluster testen, indem ich einfach zum Beispiel in den Master-Container reingehe. Das mache ich hier. Ich kann also auch mit einer Bash eine Bash in dem Container aufmachen. Und das mache ich jetzt nur, ich setze einen Filter. Ich suche also den Container, der hier irgendwas mit PostGIS-Master heißt und in dem mache ich hier eine Bash auf. Und wenn ich dann in der Bash hier den PostGIS-SQL-Befehl eingebe, dann würde man jetzt hier sehen, dass er so viele Nodes, wie er hat, müsste er jetzt angeben. Also wer das mal ausführt, ich zeige das noch, es gibt unter GitHub habe ich die 3 Skripte da, es sind eigentlich nur 3 Skripte, die muss man ausführen und dann kann man das alles direkt probieren, dann kann man das auch hier sehen und dann würde man sehen, dass da jetzt dass die Worker dann da drin sind. Genau, dann würde ich da hier in dem Beispiel noch einen Geo-Server dazu schalten, würde den Port natürlich freigeben. Den habe ich jetzt hier in dem Beispiel auch mal dort, wo der Master PostGIS sitzt. Das ist aber egal, ich könnte den auch auf einen anderen setzen, hingeschaltet und kann dann direkt sozusagen auf die PostGIS-Datenbanken zugreifen. Nur nochmal zur Einstellung, wie würde man das aber eigentlich machen? Ich habe das jetzt alles mit Create-Befehlen gemacht. Das ist ein bisschen ähnlich wie Docker Pull, Docker Run. Auch hier für diese Stacks gibt es auch Docker Compose. Das würde man genauso nutzen und würde hier auch Services angeben. Da braucht man allerdings, muss man gucken, was die richtige Docker-Version hat. Da muss man hier oben muss man immer die Version des Docker-Compose-Files angeben. Das ist dann Version 3. Und dann ist es ähnlich, dass ich hier, also hier habe ich es nur für den Geo-Server gemacht, sage ich auch, welches Image, welche Ports, welches Network. Und dann hier beim Deployment gebe ich halt an, auf welchem er deployed werden soll. Das war, was ich vorhin auch zeigte. Und das Gleiche würde man auch, hier würde man auch eintragen, die beiden PostGIS-Container.
Zum Abschluss, genau, das ist ja alles an der Konsole. Rancher hat ja immer eine ganz gute Oberfläche. Das bietet Docker Swarm jetzt so nicht an. Ich glaube nur in der Enterprise-Version, aber ich weiß nicht, wer Portena kennt. Das ist auch so ein relativ leichtgewichtiger Container. Der kann auch Swarm-Services anzeigen und man kann da einfach hochschalten. Das wird auch als Service einfach gestartet. Das habe ich jetzt hier mal gemacht. Da muss man dann noch hier den Docker-Socket freigeben. Das ist aber genauso in der Dokumentation von Portena drin. Und wenn man dann guckt, dann sieht man hier eigentlich ganz schön, okay, ich habe hier mein Beispiel, ich sagte es ja schon, ich habe zwei Nodes, insgesamt 8 GB. Hier sind die aufgeteilt, hier die Namen. Ich habe hier eine, hat die Rolle Manager, den hatte ich ja vorhin angelegt, habe hier einen Worker, die haben 2 CPUs, jeder hier 4 GB. Und ich kann jetzt auch, ja gut, ich kann jetzt hier natürlich nicht reinklicken, aber man sieht hier, sind die Container, die Services, die Stacks. Ich könnte jetzt hier rein und könnte sagen, ich brauche noch einen Node mehr oder Ähnliches. So, und jetzt bin ich, glaube ich, in der Zeit geblieben. Genau. Hier sind meine Kontaktdaten. Man kann auch, ich habe auch einige Docker-Images, die ich selber gebaut habe. Die kann man auf dem Docker-Hub einsehen. Und hier ist mein GitHub-Account. Und wer jetzt diese Skripte, ich glaube, das Internet geht jetzt leider nicht. Hier sind genau die Skripte drin. Ja, wenn es denn ginge. Also der Vortrag ist auch online. Da müsste ich den Link auch nochmal geben. Kann sich sozusagen die Skripte einfach aus dem GitHub runterladen und muss, glaube ich, 3 Skripte ausführen. Also wer Interesse hat, ich kann es auch mal an meinem Rechner zeigen, wer in der Kaffeepause kommt oder so. Wer die 3 Skripte ausführt, kann das eigentlich relativ schnell in 5 Minuten aufsetzen, was ich eben gezeigt habe. Ja, bedanke ich mich. Gibt es noch Fragen? Ich hätte noch eine Frage zum, wie sehen die Container nach außen hin aus? Sind die IPs und Firewall alles auf den Host gemanagt oder ist es in den Containern drin? Das muss schon noch vom Host gemanagt werden. Also wenn ich jetzt sozusagen, also ist einerseits hat man ja gesehen, wie man die Netzwerke freigibt und die Ports, ist das natürlich von den Containern abhängig. Wenn ich aber natürlich Ports freigebe, sozusagen die vom Host verfügbar sind, dann kann ich natürlich darauf zugreifen sofort. Dann müsste dann die Firewall natürlich kommen und sagen, wer darf dann da noch drauf zugreifen. Also die nimmt das natürlich nicht weg. Ne? Also wenn ich sozusagen auf dem Host selber die Ports freigebe, dann brauche ich wieder eine eigene Firewall im Prinzip. Gibt es noch eine Frage, während wir alle aufbrechen? Kannst du eigentlich von mir? Nee, ich sehe jetzt keine, dann bedanke ich mich im Namen aller für den Vortrag und wir machen dann gleich weiter mit Volker Mische und Neuss. Danke.